auf dem Weg nach Richtung Braunschweig von einer Arbeitskollegin der Freund. Der brauchte ein bisschen Hilfe mit Scheiben einziehen. Ich glaube, er hat einen Golf 1 oder Golf 2 und so, und da müssen die Scheiben einmal eingezogen werden. Wie man es halt kennt, ne? Und da machen wir uns jetzt hin und dann schauen wir mal weiter. Sag mal was. Mal ruf. Wahnsinn. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal zu dritt die Scheibe versucht reinzukriegen. Zweite war echt schwierig, wenn man ein neues Gummi hat. Dann flutscht die auf der einen Seite wieder raus, wenn man es auf eine Seite reindrücken will. Jetzt ist das einigermaßen, passt das eigentlich ganz gut. Eine Seitenscheibe ist auch schon drin. Hier unten, das muss halt noch rausgemacht werden. Auf jeden Fall schon ganz gut aus. Jetzt können wir gleich noch mal die andere Scheibe hier reinmachen, weil da ist noch keine drin. Und dann passt das. Yo, was geht ab? Ja, das mit dem Golf 1 ist jetzt so abrupt geendet. Mal gucken, entweder machen wir jetzt noch weiter oder nicht. Also er hat jetzt soweit ganz gut, saß das ja alles. Ich hatte dann keine Lust mehr zu filmen, das war ein bisschen spät. Aber jetzt kommt noch was anderes. Ich habe was Neues bestellt gehabt. Wie ja schon erwähnt, einmal schöne Fenders. Die sind aus ABF, das heißt ABS. Kann es sein, dass du dumm bist? Dafür gibt es auch Materialgutachten. Einzeln kann man die wahrscheinlich auch nicht eintragen. Das wird nur in Kombination funktionieren mit den Felgen. Bei einem Gutachten steht, ich brauche eine Radabdeckung. Darüber kann der TÜV-Prüfer das eintragen. So. Aber da das vorne ja so ein bisschen bescheidener aussieht, ohne, habe ich für vorne auch noch was besorgt. Zwar noch ein paar Spurplatten hier. Einmal 10er, einmal 15er. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus, halten das mal dran, schrauben die Felgen mal dran, um zu schauen, ob das alles so passt in meinen Berechnungen nach. Wenn das alles passt, ja, dann fehlt mir noch ein bisschen Kram. Oh, hier tropft es auch schon wieder runter, ja. Das Ganze hier, das ist alles undicht, das nehme ich nochmal ab. Und dann schiebe ich das Dach hoch, schraube einmal ab und mache dann eine richtige Naht, schöne Karosseriekleber drauf. Weil der jetzt... Nice. Das kommt jetzt, die Tage habe ich schon bestellt. Gucken, damit das hier mal wieder ordentlich wird hier alles. Ja, das heißt, Karre aufbocken. Ja, ganz schön windig draußen, ey. Was ist es draußen? Fickig. Windig heißt es. Karre aufbocken, Felge drauf oder Felgen drauf, Radverbreitung mal dran halten und dann schauen wir mal, wo wir da von der Breite her liegen. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Bis gleich. So, jetzt haben wir das hier einmal dran gemacht, so ein bisschen festgetaped. Vorne ist eine 10er Platte, nee, 15. Hinten 10. Damit es noch ein bisschen breiter ist. Ne? Jetzt habe ich eine ET von, warte mal, die Felge hat eine ET von 25, jetzt hat sie eine ET von 15. Also es, das ist schon mega breit. Ich guck gleich noch mal, ob wir das, das von hinten, das sieht ein bisschen tiefer aus, das Ding hier. Von der Breite sind die gleich. So. Ja, vorne finde ich es ein bisschen zu breit, wenn man so guckt. Da ist auf jeden Fall noch genug Platz. Das heißt, das müsste, also hinten sieht das schon gut aus, hinten passt das. Ja, das müsste vorne ein bisschen schmaler werden, aber ich habe noch andere bestellt, vielleicht passen die besser. Die sind nicht ganz so breit. Wenn ich probiere gleich mal die von hinten aus, weil die ein bisschen, sind ein bisschen weiter runtergezogen, dadurch sieht das ein bisschen ästhetisch aus. Also hinten
Das sieht gut aus. Wenn man das hier von Weitem guckt. Ach, scheiße, ich muss ja mein Dings mitnehmen, weil ich meinen Akku laden muss von der GoPro. Der Akku ist wahrscheinlich ein bisschen kaputt. Guckt, das sieht eigentlich schon ganz nice aus. Kann man so machen auf jeden Fall. So. Hinten habe ich die Dreierplatte. Das geht hinten eigentlich. Das ist da nicht zu betrieben. Er müsste halt noch, er kommt halt noch ein bisschen tiefer, dadurch, dass ich ihn jetzt hochgefedert habe. Hat er sich nicht gesetzt. Ich müsste ein bisschen vor uns rückschieben, ein bisschen rumwackeln und dann setzt er sich wieder. Aber ein bisschen tiefer hinten noch. Dann sieht das gut aus. Vorne muss auch noch tiefer. Vorne habe ich jetzt anstatt 15er die 10er-Platte drauf. Und wenn man jetzt so guckt, nee. Das sieht nicht gut aus. Ich mache jetzt nochmal die 15er vorne drauf. So, jetzt habe ich mal, ach, der Wind, ein bisschen hin und her probiert. So wie es jetzt gerade steht, finde ich es eigentlich ganz gut. Das kann ich jetzt auch mal zeigen. Ich finde die Optik passt perfekt. Hinten sitzt der perfekt drin. Da muss ein bisschen was rausgetrennt werden von dem Blech. Da müssen da diese Einziehmuttern rein. Vorne ist er noch ein bisschen zu hoch, im Allgemeinen, dann müsste er noch ein bisschen runter. Also passt das eigentlich. So müsste das passen. Jetzt kann man auch schön sehen, dass das, wie das Fahrwerk dann halt immer runter geht, wenn man ein bisschen hin und her fährt hinten. Perfekt. So. Aber ich krieg das mal, wenn ich das weglasse, was da für ein Überhang ist. Das ist einfach fetter Streifen. Naja, so machen wir das. So, danach habe ich die nächste Aufgabe hier drinnen einmal zu sauber zu machen, hier den ganzen Krempel einmal auf. Jo, dann baue ich jetzt erstmal wieder die geilen Stahlräder drauf. So, jetzt steht er wieder auf seinen geilen Stahlfelgen. Ja, die Felgen sind wieder drinnen. Hier habe ich so ein bisschen, erstmal drauf, morgen mache ich hier einmal ganz klar Schiff. Jo. Ja, und dann wird mich auf mal dieses Problem hier, das geht ja alles ab hier. Der hält auch nichts, geht auch alles runter. Wir haben Müll hier. Immer runtergenommen, dann wird alles einmal angehoben, Karosseriekleber hier drunter, auf den Balken hier. Dann wieder angezogen und dann zupft die Suppe genau dahin, wo sie hin muss. Und dann kann auch eigentlich nicht mehr viel passieren, dann ist das dicht. Ja, soweit alles klar. Also, so, das wäre jetzt nochmal ein Ausblick. Ich werde jetzt nochmal ein paar Nietmuttern bestellen. Die ziehst du rein und dann kannst du da immer ein Gewinde reinschrauben. Ist einfacher, kann man es ab und ran machen, wie man möchte. Ein bisschen Lack brauche ich noch und Grundierung. Und dann muss ich noch ein, zwei Sachen im Radkasten drin schweißen. Und dann sollte das alles zusammengebaut werden. Dann nehme ich euch wieder mit. Dann kommen da ein paar Löcher rein. Die Nietmuttern kommen da rein. Alles zusammengebaut. Und dann mal schauen, wie es aussieht. Dann fahren wir mal zum TÜV. Gucken, dass wir die Dinger eingetragen kriegen. Alles klärchen. Dann bis zum nächsten Mal.